zum Kollegen gesagt, das ist ja kein Bekannter hier, das ist der Kollege, hab zum Kollegen gesagt, so möchte ich, oder so möchte, das hatte er dann auch gesagt, so möchten wir beide nicht arbeiten. So, da sind wir zwei Hübschen wieder. Die Öhrchen werden besser. Ja, ich höre jetzt wieder fast alles, außer wenn die Tropfen drin sind. Zwei Erlebnisse, die so in gewisser Weise gekoppelt sind, haben wir zu berichten. Da geht es um das Thema Delegation von Aufgaben. Fangen wir mit dem ersten Beispiel an und gehen dann zum zweiten über. Das hängt irgendwie alles so ein bisschen miteinander zusammen. Wir haben folgendes Erlebnis. Wir haben gerade mit jemandem zu tun, der ist eigentlich so nicht erreichbar. Da läuft alles über die Assistenz. Das heißt, das läuft nach folgendem Schema ab. Man ruft die Assistenz an, sagt, man hätte jetzt gerne ein Telefonat mit dieser entsprechenden Person und sagt, also das ist immer noch ganz tricky, sagt, das ist auch nur ganz kurzes Telefon, 5 bis 10 Minuten maximal. Dann bekommt man einen Telefontermin und kann dann mit diesem Entscheider sprechen. Klasse! Also völlige Delegation. Ich habe letztens zu einem Bekannten gesagt oder auch zum Kollegen gesagt, nee, andersrum, ich habe zum Kollegen gesagt, das ist ja kein Bekannter hier, das ist der Kollege. Hab zum Kollegen gesagt, so möchte ich oder so möchte, das hatte er dann auch gesagt, so möchten wir beide nicht arbeiten. Ja, man stellt sich mal vor, man kommt an den Arbeitsplatz oder so, jetzt musst du den anrufen, musst du den anrufen und so, man bekommt eigentlich alles hinterhergetragen. Vielleicht wird auch noch das Essen irgendwie so vorgekaut oder so, keine Ahnung. Ja, also das war irgendwo interessant. Wir beide haben das eigentlich vor zig Jahren so erlebt, aber das gibt es immer noch. In diesen Unternehmen sind immer noch solche Strukturen der Delegation, dass selbst solche banalen Sachen total durchgeplant werden. Ja? Also mit Flexibilität ist da gar nichts. Nullinger. Da geht nichts. Da kann man auch E-Mails hinschreiben. Da bekommen wir keine Antwort. Kann man vollkommen vergessen. So, jetzt die zweite Geschichte gleich hinterher. Angebot abgegeben für eine Firma. Mitarbeiterin meldet sich und hat nochmal Fragen dazu. In dem Telefonat klang dann ganz schnell so durch, sie macht es für die Geschäftsleitung. Sie selber wusste im Grunde genommen gar nicht so inhaltlich, um was es eigentlich geht, soll aber der Geschäftsleitung alles zusammenstellen. Umgekehrt war die Mitarbeiterin dann auch noch relativ lustlos, was das Thema so anging. Man hat so richtig gemerkt, das ist ihr einfach so aufgestülpt worden, weil, das haben wir also auch so weit aus dem Telefonat rausgehört, sie eigentlich jobtechnisch im Unternehmen was völlig anderes macht. Das heißt, da werden Leute eingestellt für eine bestimmte Tätigkeit und bekommen dann von der Chefetage, von der Geschäftsleitung, Aufgaben aufgefropft, die eigentlich ins Arbeitsbild gar nicht dazugehören. Also so nach dem Motto, kümmern Sie sich heute Abend mal darum, dass ich ein Restaurant irgendwie für den und den Geschäftskunden gebucht bekomme. Da sagt man sich natürlich als gelernte Kraft, das kann es ja wohl nicht sein. Wozu führt das? Das führt zu Fluktuation. Das heißt, die Mitarbeiter verlassen so einen Laden wieder. Und das ist natürlich keine Qualität für so ein Unternehmen. Also ganz interessante Sache. Auf der einen Seite noch so völlig oldschool und dann aufgefropft, sage ich jetzt mal, wo die Strukturen so nicht vorhanden sind, kriegt halt mit, oder bekommt ein Mitarbeiter sowas einfach übertragen. Dass das natürlich nicht motivierend ist für die Mitarbeiter, weil das irgendwie nicht wertschätzend ist, ist auch vollkommen klar. Also komische Welt da draußen, kann man nicht anders sagen. Und von Digitalisierung ist da überhaupt nichts zu spüren. Das einzig Digitale, und selbst das wird ja noch terminlich hin und her dekliniert, ist die E-Mail, ja? Digital vielleicht noch die Telefonverbindung, aber das war's. Und jetzt würde uns beide mal interessieren, haben Sie solche Delegationsparameter auch schon mal erlebt? Oder kennen Sie das nicht anders? Oder meinen Sie, das gibt es gar nicht mehr? Wir können natürlich was anderes berichten, haben wir ja gerade getan. Also, wir freuen uns von Ihnen zu hören zu diesem Thema Delegation bis zum Umfallen und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, sagen der Kollege und ich. Ciao, tschüss.